So, hallo allerseits nochmals. Wir waren beim letzten Mal bei diesem Thema stehen geblieben. Ein sehr anschauliches, einfaches Thema, das Ihnen vielleicht auch schon vor dem Studium mal irgendwo begegnet ist, nämlich Sie haben entweder einen ungerichteten Graphen, zusammenhängend, oder einen stark zusammenhängenden gerichteten Graphen. Was heißt stark zusammenhängend? Das heißt, dass Sie von jedem Knoten zu jedem anderen über einen gerichteten Pfad kommen können. Und die Aufgabe ist, sofern das möglich ist, einen Pfad, einen Zykel, genau gesagt, zu konstruieren, der jede Kante dieses Graphen genau einmal durchläuft. Im gerichteten Fall natürlich in der Richtung der jeweiligen Kante, im ungerichteten Fall genau einmal, entweder so herum oder andersherum. Und wir sind eigentlich schon fertig gewesen mit dem ganzen Thema. Sie erinnern sich vielleicht, wie der Algorithmus ungefähr ging. Das will ich nur noch mal ungefähr skizzieren. Wir haben es beim letzten Mal sehr genau gemacht. Der Algorithmus ging ungefähr so vor. Also Sie kennen ja hier das Haus vom Nikolaus, was keinen Eulerschen Zykel erlaubt. Aber wenn man es ein bisschen erweitert, haben wir beim letzten Mal gesehen, kommt auch ein Eulerscher Zykel raus. Der Algorithmus ist eigentlich von seinem Prinzip her ganz einfach. Wir fangen irgendwo an bei irgendeinem Startknoten und laufen und laufen und laufen und laufen, bis wir bei diesem Startknoten wieder zurückgekommen sind. Sollten wir irgendwo hängen bleiben, weil es nicht mehr weitergeht, also jede Kante, die wir durchlaufen haben, wird dann rausgeschmissen auf dem Graphen. Und sollten wir irgendwo an irgendwo hängen bleiben, wo es nicht weitergeht, dann ist damit bewiesen, dass der Graph nicht Eulersch ist, dass er keinen Eulerschen Kreis erlaubt, denn wir haben auch beim letzten Mal schon gesehen, ein ungerichteter Graph ist Eulersch, erlaubt einen solchen Kreis genau dann, wenn der Grad jedes Knotens gerade ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in diesen Knoten reinkomme, komme ich auch wieder raus. Und beim Startknoten ist es auch so, wenn ich rausgegangen bin, ist eine ungerade Anzahl von Knoten. Wenn ich nochmal durchlaufe, also rein und wieder raus, ist es wieder eine ungerade Anzahl. Es bleibt der Startknoten, der einzige Knoten, der eine ungerade Anzahl von Knoten hat. Analog der gerichtete Fall. Ich starte irgendwo, habe eine Kante weniger, die rausgeht, als die reingehen. Und überall an jedem anderen Knoten, wenn ich reingehe, kann ich auch wieder rausgehen, weil die Anzahl der reingehenden und die Anzahl der rausgehenden Kanten immer gleich identisch bleibt. Also sie verringert sich, aber Anzahl reingehende gleich Anzahl rausgehende Kanten, das bleibt erhalten. So, damit sind wir aber nicht fertig, einmal so durchzulaufen, denn wir können Glück haben und damit tatsächlich einen Eulerschen Zykel erreicht haben. Oder wir können Pech haben, dass wir an irgendwelchen Stellen falsch abgebogen sind, haben wir beim letzten Mal gesehen. Und wenn wir falsch abgebogen sind, heißt das, dass wir irgendwelche Teile des Graphen ausgelassen haben. Und aus diesem Grund ist der Algorithmus dann rekursiv für jeden inneren Knoten dieses Zykels, den wir da gebaut haben. Falls es noch nicht betrachtete, noch nicht rausgeschmissene Kanten gibt an diesem Knoten, starten wir an dieser Stelle rekursiv dann wieder diese Prozedur, einen Euler-Kreis, nein, nicht einen Euler-Kreis, aber einen Kreis zu durchlaufen. Und auch hier wieder rekursiv für jeden so durchlaufenden Kreis starten wir wieder an jedem Knoten wieder rekursiv die Suche nach einem Zykel mit seinen Subzyklen und so weiter. Bitte? Nein, folgendes. Zuerst wird der Kreis durchlaufen, komplett durchlaufen. Und danach, so hatten wir letztes Mal den Algorithmus formuliert und so ist es auch im Wiki formuliert, erst wird der Kreis durchlaufen. Und danach, als letzter Schritt hier, als sechster Schritt, die Schritte haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, als letzter Schritt wird dann nochmal wenn der Kreis fertig ist, wird dann nochmal jeder Knoten hergenommen. Dann haben wir ja wieder die Eigenschaft erfüllt, bei ungerichteten Graphen, dass für jeden Knoten die Anzahl gerade ist. Denn wenn wir den Kreis rausnehmen, ändert sich daran nichts. Beim gerichteten Fall haben wir auch die Eigenschaft erfüllt, Anzahl reingehende gleich Anzahl rausgehende Kanten für jeden Knoten. Denn wenn wir hier von jedem Gericht einen Kreis rausnehmen, ändert sich an dieser Eigenschaft nichts. Was wir noch nicht gesehen haben, das können wir aber jetzt, glaube ich, ziemlich schnell erledigen. Gut, die asymptotische Komplexität kann man leicht sehen.
dass wenn wir die Daten starten, schon darunter, das hat jetzt nicht mehr alles auszuführen. Ich denke, das ist einfach zu sehen, wenn wir die Daten schon auf die ganz normale Art und Weise editieren, mit ihren Tendenzen und so weiter, dass die dass letztendlich der Algorithmus linear in der Anzahl der Kanalisten ist. Anzahl der spielt natürlich bei einem Zusammenhängen Graphen keine Rolle. Warum? Erinnern Sie sich an die minimalen Schäume? Haben Sie gesehen, dass die Anzahl der Kalken in einem Baum leicht Anzahl 0,1 ist? Das heißt, jeder Graphen, der zusammen ist, enthält einen Baum. Das heißt, die Anzahl der Kalken kann höchstens einer sein, als die Anzahl der Anzahl in einem Zusammenhängen Graphen. Und das bedeutet, die asymptotisch wird die Knotenzahl durch die Kalkenzahl minimiert. Also linear in der Kantenzahl bedeutet Zusammenhängen. Gemerkt, wenn ich zusammenhänge, soll ich nicht sein. Denken Sie, 60 Millionen Knoten ohne Kanten dazu, dann passt es natürlich nicht mehr. Bei einem Zusammenhängen reicht zusammen. Dann ist es automatisch eine Anzahl der Knoten. So, die Korrektheit sehen Sie jetzt nicht automatisch. Was wir noch nicht gesehen haben, ist, warum jetzt tatsächlich jede Kante erreicht wird. Das ist aber mit einem einfachen Staubabnahmeaugenwert, das wir an Stellen bei tiefen Breiten und Breiten gesehen haben, wird das sofort erschlagen. Angenommen, diese ganzen Suchen, erinnern sich an das Bild, was ich beim letzten Mal angezeichnet habe, der Startknoten. Ich glaube, den habe ich alles genannt im Wiki, richtig? Ja. Hier ist der Startknoten. Und Sie haben jetzt diesen Zyklus. Und von jedem Knoten aus gegebenenfalls mehrere weitere Zyklen, von denen jeweils noch weitere Zyklen und so fort. Ja, das Bild stimmt natürlich nicht. In dem Sinne, dass der Graph so schön ausgelegt ist und die Zyklen schön sind. Natürlich ist das alles, wenn Sie das an die Tafel zeichnen, wirklich kein Grün bei einem ordentlichen Graphen. Aber jetzt ist die Frage, ob es eine Kante gibt, hier gerichtet oder ungerichtet. So habe ich das geschrieben. Edge für den gerichteten Fall, A für den ungerichteten Fall. Ich zeichne jetzt aber nur den ungerichteten Fall an. Die Frage ist, kann das sein, dass es irgendwo im Graphen eine Kante gibt, die nicht durchlaufen wird? Also keine Kante kann zweimal durchlaufen werden, weil so viel es durchlaufen ist, schmeißen wir sie aus der Datenstruktur raus. Also kann da nicht wieder angefasst werden. Kann es passieren, dass eine Kante gar nicht erreicht wird und das Argument ist nein, denn es gibt farbige Kreide und es gibt einen Pfad Q, wenn der Graph zusammenhängend ist, dann gibt es mindestens einen Pfad, natürlich unzählig viele Pfade, aber mindestens einen Pfad Q, der hier hinkommt. So, jetzt gibt es einen Knoten hier, einen letzten Knoten auf dem Pfad von S zu dieser Kante, der gesehen worden ist in der Suche. Und einen nächsten Knoten, der nicht gesehen worden ist. Es muss eine solche Kante gehen, denn der allererste Knoten von Q ist gesehen worden und der letzte Knoten ist nach Annahme nicht gesehen worden. Und irgendwo müssen die gesehenen und nicht gesehenen Knoten mal an irgendeiner Kante zusammentreffen auf dem Pfad. So, und das kann nicht sein, denn dieser gesehene Knoten hier, habe ich den Namen gegeben? Ja, das ist der Knoten V. Hier, dieser gesehene Knoten V wäre nicht beendet worden nach diesem rekursiven Verfahren, ohne dass diese Kante auch gesehen worden ist. Ja? Etwas, was
intuitiv, etwas, was Sie immer wieder auch in der Mathematik sehen, ja, etwas, was intuitiv eigentlich klar ist, ja, das Bild ohne den Pfad Q, das kann nicht sein irgendwie, geht nicht, kann nicht sein, ja, aber Sie sehen das Beispiel mit dem Murmelnbeweis, kann nicht sein, kann kein Argument sein. Das niederzubrechen auf die sozusagen die Quintessenz, was bedeutet das denn? Wir haben den Zusammenhang als Voraussetzung, und das ist das Entscheidende natürlich, damit wir jede Kante garantiert sehen, wenn sich zusammenhängt ist, lassen wir natürlich Kanten aus mit der Prozedur. Und das dann darauf zu reduzieren, hier ist eine Situation irgendwo, die nicht sein kann, die aber griffig ist. Griffiger ist also die intuitive Vorstellung vorher ohne den Pfad Q, kann irgendwie nicht sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Philosophie gemacht, aber ich glaube, dass solche Gedanken sehr wichtig sind für das Verständnis dafür, warum man eigentlich solche Sachen überhaupt beweist, wo die doch zuweilen sehr offensichtlich sind. Und warum und wie man von der offensichtlichen Intuition dann vielleicht versuchen kann, auf einen tatsächlichen Beweis zu kommen. So, ich hoffe, Sie stimmen mir überein, dass es sinnvoll ist, Aussagen zu beweisen, die man so trifft. Ja, entweder mathematisch oder, wenn das nicht geht, dann empirisch durch Studien oder ähnliches. Mit den entsprechenden Konsequenzen für die Sicherheit der Ergebnisse. So, damit sind wir jetzt hier mit Eulerschen Kreisen soweit fertig. Das ganze Bild und die ganze Argumentation überträgt sich natürlich 1:1 auf den gerichteten Fall. Gibt es hier dazu Fragen von Ihrer Seite aus? Gut, dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, was hier thematisch reingehört, bevor wir zu den Flüssen kommen, wo wir dann die Algorithmen behandeln werden, die Sie implementieren sollen. Was haben wir hier? Versuchen wir erst einmal die Problemstellung zu klären. Tafel, ja, danke. Versuchen wir erstmal die Problemstellung zu klären. Eigentlich wollte ich jetzt an die Tafel gehen, insofern war es. Aber gut. Sie kennen aus der GDE2 Bäume in zwei verschiedenen Varianten. Einmal ungerichtet, Stichwort minimal spannende Bäume, Algorithmus von Kruskal, Algorithmus von Prim, haben Sie gesehen, oder? Und dann kennen Sie Bäume noch in einer ähnlichen, aber nicht so ganz identischen Definition, nämlich als etwas Gerichtetes, was eine Wurzel hat, was Blätter hat, was man typischerweise von oben nach unten zeichnet, oben die Wurzel, unten die Blätter nicht. Beispiele, die Sie gesehen haben, binäre Suchbäume, Heap-Strukturen als Priority Queues, haben Sie sogar hier jetzt nochmal gesehen am Anfang des Semesters, B-Bäume letztendlich auch. Ich denke, wir wissen, wovon wir reden, nicht? So, wir werden jetzt ein bisschen genauer die Terminologie fassen, um eine Unterscheidung zu treffen zwischen diese beiden Fällen, gerichtet und ungerichtet. Sie kennen also den Begriff Baum oder Tree. Ich schreibe jetzt nur mal die englischen Begriffe hin. Und dazu gibt es einen Begriff Forest. Der ist Ihnen vielleicht in der GDE2 begegnet, bei mir auf jeden Fall. Vielleicht auch anderswo nicht, weiß ich nicht. Was ist ein Wald? Also wir übersetzen das mit Wald und nicht mit Forst, ist aber letztendlich egal. Was ist ein Wald? Das ist eine Menge von disjunkten Bäumen. Ja? Das heißt also, Sie haben einen Haufen von verschiedenen Bäumen, die paarweise keinen Knoten und erst recht keine Kante gemeinsam haben. Das ist ein Wald. Irgendwie plausibel, oder? Denken Sie an spannende Bäume. Denken Sie vielleicht an den Algorithmus von Kruskal, der schrittweise irgendwo verstreut im Graphen immer eine Kante nach dem anderen dazu nimmt.
dann haben Sie da ein lebendiges Beispiel für solche Wälder, nämlich bis es am Ende ein spannender Baum geworden ist, ist es zwischendurch ein Wald. Ja, am Anfang besteht jeder einzelne Baum in diesem Wald aus einem einzigen Knoten und immer dann, wenn eine Kante eingefügt wird, werden die beiden Bäume zu einem Baum, zu dem diese beiden Endknoten gehören, zu einem Baum zusammengefügt. So nach und nach ergibt sich durch Vereinigungen immer größere Bäume. Es bleibt ein Wald. Am Ende ist alles zusammenhängend. Dann ist es natürlich immer noch ein Wald, aber jetzt ein trivialer Wald bestehend aus einem einzigen Baum. Ja, also das Konzept ist, glaube ich, einfach. So, jetzt gibt es auf der anderen Seite bei dem gerichteten Fall entsprechende Begrifflichkeiten. Die Begrifflichkeit für einen einzelnen Baum lautet Arboreszenz. Ich schreibe das Englisch, Deutsch ist es einfach, dass Sie das C durch ein Z ersetzen und das letzte E streichen, aber durch diverse Anglizismen, die eigentlich aus dem Lateinischen kommen, ist Ihnen das sicherlich vertraut, wie man so etwas germanisiert noch. Da drin steckt das lateinische Wort arbor für Baum. Insofern ist der Begriff auch einigermaßen erklärlich. Und für das, was dann einem Wald entspricht, hat sich der Begriff Branching etabliert. Ja, also, was ist eine Arboreszenz? Das ist das, was Sie als binären Suchbaum oder ähnliches immer schon gesehen haben. Muss nicht binär sein, kann auch mehrere rausgehen, aber was ist das Essentielle daran? Das Ding ist zusammenhängt, wie ein Baum auch. Also wie jetzt ein ungerichteter Baum auch. Ja, alles, was Sie als B-Bäume oder sonstige Bäume, Heaps oder so gesehen haben, war zusammenhängt. Es ist zykelfrei und in jeden Knoten geht eine einzige Kante hinein, bis auf die Wurzel, da geht keine Kante hinein. So kann man diese Strukturen, die Sie da kennengelernt haben, AVL-Bäume, Schwarz-Weiß, nee, Schwarz-Rot, Entschuldigung, Schwarz-Rot-Bäume oder was Sie da gesehen haben, kann man charakterisieren. So, und ein Branching ist einfach eine Menge von solchen knotendisjunkten Arboreszenzen. Ist die Begriffsbildung damit erst einmal soweit klar? Ich habe ja auch viel Arbeit dran, jetzt mir viel Mühe gegeben, dass es klar wird. Aber fragen Sie gerne ruhig, weil wenn die Begriffsbildung nicht klar sind, dann ist natürlich alles Weitere auch nicht klar. Aber es ist vielleicht das nebenher ist eine interessante Beobachtung bei mir bei mündlichen Prüfungen, vor allem im Grundstudium GDI2, aber auch durchaus hin und wieder mal in weiterführenden Veranstaltungen hier, dass doch einige Studierende glauben, es ist ihnen klar, obwohl sie sich nie Gedanken gemacht haben über die Begrifflichkeiten. Ein schönes oder auch nicht so schönes Beispiel möchte ich aus meiner Zeit, als ich die Drittprüfungsgespräche abgehalten habe, vielleicht bringen selbstverständlich anonymisiert. Da ging es um die Mathe 1. Und dann frage ich den Prüfling, der sich überhaupt nicht erklären kann, wieso der zweimal durchgefallen ist. Er hat doch alles verstanden. Dann frage ich ihn, naja, was haben Sie denn so alles gemacht? Und erzählt jetzt ein paar Sachen auf. Konvergenzkriterien, ja, was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Quotientenkriterium, Majorantenkriterium. Sagt Ihnen noch was, oder? Mathe 2, Entschuldigung, damals Mathe 2. Oder es war damals vielleicht Mathe 1, weiß ich nicht mehr. Ja, dann soll er mal das Majorantenkriterium, erzählen Sie doch mal, wie geht das Majorantenkriterium? Und fängt an, ja, Sie kennen das mit A, I, Betrag, kleiner, gleich, B, I und irgendwie und hinten rum und hat nicht so richtig zusammengepasst. Dann frage ich ihn ja mal, jetzt fangen Sie doch mal von vorne an. In der Analysis haben Sie Folgen, Reihen und Funktionen kennengelernt als
Datenstruktur an. Worauf lässt sich denn das Majorankriterium anwenden? Folgenreihen oder Funktionen? Ja, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Sie verstehen das Problem. Man kann unter Auslassung der Begrifflichkeiten durchaus der Meinung sein, man hätte es verstanden, aber die Korrektoren bei der Klausur oder bei der mündlichen Prüfung dann werden möglicherweise einer anderen Meinung dann sein. So, dann noch dieses Bild. So, was jetzt ein Branching ist, das wissen wir jetzt. Aber was ist die Problemstellung? Die Problemstellung ist sowas Ähnliches wie spannender Baum. Man würde jetzt sagen, okay, wir würden gerne eine spannende Arboreszenz haben wollen. Das wäre so analog zum spannenden ungerichteten Baum, wie Sie es aus der GT2 kennen. Aber diese Arboreszenz muss es ja im Allgemeinen nicht geben. Ja? Sie können sich leicht Beispiele bauen. Der Graph ist wunderbar, zusammenhängt und sonst etwas. So schwach zusammenhängen zumindest, und sie kriegen keine Arboreszenz unbedingt hin. Und deshalb ist man da, ich will nicht sagen, vielleicht ein bisschen bescheidener und sagt, wir wollen ein Branching. Wir machen das so, die Kantengewichte sind ohne Einschränkung nicht negativ, sogar positiv, und wir wollen jetzt ein Branching haben mit maximalem Gesamtgewicht. Ja, wir wollen so viel Gewicht wie möglich durch Aufsammlung von Kanten, durch Auswahl von Kanten zusammenbekommen, Kantengewichte alle positiv, unter der Bedingung, dass die Gesamtauswahl der Kanten insgesamt einen Branching ergibt. Ja, das heißt, es gibt keine Zyklen drin und in jeden einzelnen Knoten gehen entweder 0 oder eine Kante hinein. 0 Kanten, dann ist es die Wurzel einer der Arboreszenzen. Eine Kante, dann ist es eben keine Wurzel, sondern ein anderer Knoten in einer der Arboreszenzen. Das ist die Problemstellung. Ist die soweit klar? So, dann können wir ja zum Algorithmus schreiten. Der ist, glaube ich, recht interessant. Ja? Es dürfen aus jedem Knoten beliebig viele rausgehen, so viel wie halt in dem gegebenen Graphen drin sind. Also gegeben ist ein gerichteter Graph mit Kantengewichten, gesucht ist ein maximales Branching in diesem Graphen. Genau, ja, genau. Wenn der Graph ein Stern ist, ein Punkt in der Mitte, dann wäre das sogar die Lösung, wenn es keine weiteren Kanten gibt. Dann gibt es nur ein einziges Branching, was wirklich alle Knoten umfasst. Wenn es aber negative Kanten gäbe, dann würde man sicherlich einige dieser Kanten auslassen. Das wäre immer noch eine zulässige, also ein maximales Branching dann. Denn ein Branching muss ja nicht zusammenhängend sein. Warum nicht? Warum nicht die Gewichte maximieren? Also schauen Sie, bei Kruskal, haben Sie bei mir die GT2 gehört? Ich habe Kruskal sorgfältig eingeführt nicht als ein Algorithmus zur Minimierung eines spannenden Baums, sondern zunächst einmal als Algorithmus zur Maximierung eines spannenden Waldes. Und wir haben dann gesehen, wenn man die Kantengewichte in bestimmter Weise transformiert, dass man dann diesen Algorithmus auch auf Min-Spanning Tree anwenden kann. Also insofern, wenn Sie es damals überzeugend fanden, falls Sie es überzeugend fanden, spricht doch nichts dagegen, dass Sie es jetzt auch überzeugend finden. Bitte? Kruskal kann das nicht machen, was Sie da jetzt vorhaben. Die Frage ist natürlich erst einmal, derjenige, der behauptet, Kruskal kann das tun, steht in der Beweispflicht. Genau. Warum kann Kruskal? Warum kann man das nicht mit Kruskal machen? Ich meine, natürlich können Sie sich ein Gegenbeispiel überlegen, was das sofort zeigt. Ich habe jetzt kein Gegenbeispiel unmittelbar parat, weil ich ehrlich gesagt mit dieser Frage nicht gerechnet habe. Aber
Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum Kruskal nicht funktioniert hier. Es funktioniert auf jeden Fall nicht, sonst bräuchte man sich die ganze Arbeit nicht zu machen. Also ein Gegenbeispiel sollte jetzt nicht so schwer zu konstruieren sein. Aber jetzt momentan habe ich keins parat. Okay, also wenn es Ihnen reicht, dass es nicht geht, dann ist es ja okay. Weitere Fragen noch? Gut, der Algorithmus basiert auf einer Definition, die, ich glaube, ich muss das jeweils für jeden Tab für sich vergrößern. Der merkt sich das nicht für das ganze Fenster. So, können Sie gut sehen. So, der Algorithmus basiert jetzt auf einer Definition, die sehr natürlich zu sein scheint. Ja, wir wollen maximieren. Das heißt also, was uns insbesondere interessiert, sind die Kanten, die in dem Sinne hier kritisch sind. Nämlich, wenn wir uns einen Knoten hernehmen und alle reingehenden Kanten hernehmen, dann gibt es welche, die sind sehr schwer und welche, die sind sehr leicht. Und die, die sehr schwer sind, sind natürlich besonders interessant. Und die kritischen, das sind die absolut interessanten, nämlich die schwersten. Ja, für jeden Knoten gucken wir uns eine schwerste Kante an. Es kann mehrere Kanten geben, die gleich schwer am schwersten sind. Eine davon wählen wir dann in diesem Fall, ist egal welche. Und diese Kanten definieren einen Teilgraphen, und zwar für jeden Knoten, der überhaupt reingehende Kanten hat. Nicht jeder Knoten muss reingehende Kanten haben, aber für jeden Knoten, der überhaupt reingehende Kanten hat, wählen wir eine schwerste aus, und das nennen wir dann einen kritischen Subgraphen. Der kritische Subgraph ist nicht eindeutig, denn für jeden Knoten, der mehrere schwerste Kanten hat, wählen wir eine davon aus. Gut, ich denke, dieser Begriff ist erstmal nicht so problematisch, und es ist naheliegend, sich mit diesen kritischen Kanten zu befassen, denn wir wollen ja das Gewicht maximieren. So. Und der wichtige Punkt, der den Zusammenhang erst einmal herstellt zu Branchings, zu maximalen Branchings, ist auch, wenn dieser kritische Subgraph, der wird im allgemeinen Zyklen enthalten, aber falls er zufällig keine Zyklen enthält, dann ist die Behauptung, die hier bewiesen wird, dass dieser zykelfreie kritischer Subgraph ein maximales Branching ist. Das heißt also, falls wir Glück haben und der kritische Subgraph enthält keine Zykel, dann haben wir unser maximales Branching schon gefunden. Sie sehen von den Überschriften her, das wird auf eine Rekursion hinauslaufen. Das heißt, das ist der natürliche Rekursionsanker. Wenn wir es durch Manipulation, durch schrittweises Verdichten des Graphen, durch schrittweises Zusammenschrumpfen des Graphen schaffen, dass der kritische Graph, den wir daran bauen, zykelfrei ist, dann sind wir für diesen geschrumpften Graphen fertig und müssen dann das, was wir dort gefunden haben, schrittweise wieder beim Endschrumpfen auf die größeren Graphen übertragen. Werden wir noch sehen. So, machen wir uns erst einmal klar, wenn dieser Graph keine Zykel enthält, dann ist er ein Branching, weil in jeden Knoten maximal eine Kante reingeht. Fertig. Damit ist er auch automatisch ein Branching, denn wir haben ja zu jedem Knoten genau eine reingehende Kante ausgewählt. Zu jedem Knoten, der überhaupt eine reingehende Kante hat. So. Wir wollen jetzt beweisen, dass es maximales Branching ist. Und das ist eigentlich ganz logisch, dass das ein maximales Branching ist, denn wir haben für jeden Knoten die maximale Kante ausgewählt. Nicht? Also kann es ja wieder, intuitiv kann es ja gar nicht anders sein, als dass das maximale Branching ist. Aber die Intuition, mein Lieblingsspruch dazu, bis jetzt haben es bis auf einen Menschen jeder verstanden, diesen Spruch, was ich damit meine. Nichts ist so intuitiv, nichts ist so plausibel wie die Tatsache, in Anführungszeichen, dass die Sonne einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Denn wenn Sie es nicht aus der Schule besser wüssten, würden Sie das mit Sicherheit glauben, oder? So wie die Generationen vor, weiß nicht, vor Kopernikus oder vor wem auch immer, das selbstverständlich
unhinterfragt und unhinterfragbar geglaubt haben. Also Intuition ist irreführend. So, wie packen wir das in einen richtigen mathematischen Beweis rein? Naja, wir nehmen uns wieder ein anderes Branching her. Also wir nehmen diese Intuition und drehen die einfach in einen Beweis. Wir nehmen uns ein anderes Branching her, von dem wir beweisen haben, müssen, dass das nicht größeres Gewicht hat als das, was wir da eben konstruiert haben. So, machen uns jetzt noch einen weiteren Punkt klar, nämlich, dass wir den kritischen Graphen so gebastelt haben, dass für jede Kante, für jeden Knoten, wo überhaupt was reingeht, eine Kante reingeht, haben wir eine Kante gewählt, die schwerste. Ja? Das heißt, wir können abzählen. Für jeden einzelnen Knoten können wir uns gucken, unser kritischer Graph hat die Kante gewählt, das Branching, das andere Branching B hat vielleicht eine Kante gewählt oder auch nicht, aber auf jeden Fall keine schwerere Kante, weil wir die schwerste Kante gewählt haben. Für jeden einzelnen Knoten gilt das, also gilt das in der Summe und wir sind fertig. Ja? Am Ende doch wieder etwas Einfaches. So, damit kann man leicht, durch so ein leichtes Argument, kann man leicht sehen, wenn der kritische Graph, den wir konstruiert haben, der kritische Subgraph, wenn der zufällig zykelfrei ist, dann sind wir fertig. So, was machen wir jetzt aber, wenn der Graph nicht zykelfrei ist? So, wir finden jetzt einen Zykel, den ich groß C nenne. Was machen wir da jetzt? Die Idee, bitte? Die Idee ist ziemlich brutal, wenn wir ein Problem haben, dann schmeißen wir es einfach raus. Funktioniert manchmal. Ich will das jetzt nicht übertragen auf Ideen außerhalb der Algorithmik, auf Probleme außerhalb der Algorithmik, aber zumindest in der Algorithmik funktioniert es zuweilen. So, wie ist jetzt die Situation? Das möchte ich wieder an der Tafel skizzieren. So. Wir haben jetzt diesen kritischen Subgraphen G'. So. Das wird sicherlich noch häufiger in dieser Vorlesung vorkommen, ist vielleicht auch schon. Graphen sehen bei mir so oder so ähnlich aus. Ja. Große Knubbel, die irgendwelchen Inhalt haben. So, und innerhalb dieses großen Inhalts haben wir jetzt einen Zykel C. Was heißt so? Mit einer beliebigen, ungewissen Anzahl von Kanten. In diesem Bild jetzt mit 6 Kanten. Vielleicht sollte ich das größer zeichnen, gerade fürs Fotografieren. So, irgendwo ist der da drin. So, was bedeutet dieses Bild? Dieses Bild bedeutet, wir haben uns für jeden dieser 6 Knoten auf diesem Zykel haben wir eine schwerste Kante herausgenommen und das sind diese 6 Kanten, die hier zusammen sind. So, da gibt es natürlich dann noch weitere Kanten. Ich skizziere nur mal hier eine Kante, die rausgeht, eine Kante, die reingeht. Hier vielleicht nochmal eine, die rausgeht, eine, die reingeht. Kann natürlich an jedem anderen Knoten sein. Diese Kanten werden natürlich auch noch wichtig sein. Ja? Das ist erst einmal die Situation, vor der wir stehen. Übrigens gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, diese Zykel zu identifizieren. Das haben im letzten Jahr habe ich das als Programmieraufgabe gestellt. Seien Sie froh, dass ich das dieses Jahr nicht als Programmieraufgabe stelle. Und einige Leute sind jenseits von meiner Präsentation auf den Trichter gekommen, dass in so einem kritischen Subgraphen diese Zykel genau die nicht-trivialen zweifachen Zusammenhangskomponenten sind. Überlegen Sie sich das, wenn Sie Interesse daran haben, warum das so sein muss, aber natürlich nur in dieser speziellen Situation, nicht im Allgemeinen.
Nicht bei beliebigen Graphen. So. Gut. Was machen wir damit? Was wir damit machen ist, ich gebe den mal hier vielleicht Namen, A, B, C, D, den vier Kanten hier. Vielleicht noch zwei weitere hier auf der. Ist egal. Und was wir jetzt machen, oder ich mal das, warten Sie mal, ich mal das Bild nochmal besser neu. Keine Sorge, es geht schnell. Ja gut, das sollte nicht zu schnell sein. So. So, das ist jetzt der Graph, der Zyklus C. Und malen wir mal hier hin, so. Und hier gehen natürlich jetzt überall Kanten rein und raus. A, B, C, D. Hier vielleicht E, F. So. Können natürlich noch viel mehr sein. Und was wir machen, ist jetzt schlicht und einfach diesen Zyklus in einen einzigen neuen Knoten zu schrumpfen. Das heißt also, jetzt geht die Kante F nicht mehr von dem ursprünglichen Knoten auf dem Zykel aus, denn diese ursprünglichen Knoten haben wir mitsamt Zykelkanten rausgeschmissen, aber die Kanten, die zum Zykel inzident sind, natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier noch eine Kante A. Die Kanten, die ich nummeriert habe, die bleiben alle, lassen sich bloß jetzt schwerer zeichnen. Aber das soll nicht der Punkt sein. So. E. Ist das Bild korrekt? Ja, nicht? Sie können das von da hinten besser sehen. So. Gut, das ist die Operation. Wir müssen einen solchen Zyklus finden. Wenn Sie sich nicht klar gemacht haben, dass das genau die nicht-trivialen zweifachen Zusammenhangskomponenten sind, dann können Sie einfach mit Tiefensuche einen Zyklus finden. Immer dann, wenn die Tiefensuche auf sich selber zurückläuft, also auf einen Knoten, der auf dem Pfad ist, der schon gesehen, aber noch nicht beendet ist, haben Sie einen Zyklus gefunden. So, und das ist die Operation. Die strukturelle Operation. Und die Idee der Rekursion ist jetzt, also, wir haben den Graphen bekommen, wir haben den kritischen Subgraphen darin eingebaut. Das ist jetzt hier, und wir haben einen Zyklus darin gefunden, in dem kritischen Subgraphen. Wir nehmen uns den Zyklus her und schrumpfen ihn auf diese Art und Weise, rufen den Algorithmus rekursiv auf, hier drauf. Bekommen hier ein Branching raus. Nach Induktionsvoraussetzung ist das ein optimales Branching. Ja, machen Sie sich klar, wenn wir nochmal zurückgehen, das hier, Recursion-Anker, jetzt habe ich hier gesaut auf dem Touchpad. Jetzt bewegt es sich nicht mehr ordentlich. So. Der Recursion-Anker ist sogleich die Induktionsvoraussetzung. Ja? Eine etwas ungewöhnliche Induktion, wenn Sie so wollen, können Sie das über die Anzahl der Zyklen im kritischen Subgraphen als Induktion formulieren. Sie brauchen ja immer eine natürliche Zahl, einen natürlichzahligen Parameter. Die Anzahl für Anzahl der Zyklen im kritischen Subgraphen gleich 0 greift dieser Rekursionsanker, greift diese Induktionsvoraussetzung. Und jetzt sind wir im rekursiven Schritt, der Induktionsschritt. Wir haben einen Graphen mit einer gewissen Anzahl von Zyklen drin im kritischen Subgraphen. Wir reduzieren, wir schrumpfen einen dieser Zyklen und haben den mit weniger Zyklen drin. Das heißt, wir können Induktionsvoraussetzung anwenden. Ja, also wir verwenden hier vollständige Induktion sehr viel verschiedenartiger, als Sie das aus der Mathe vielleicht kennengelernt haben, wo es dann eher um Summenformeln ging oder vielleicht mal
in der linearen Algebra um die Dimension des Vektorraums oder so etwas. Gut. Wenn man das einfach so macht, wird man ein Branching bekommen, aber kein maximales. Man wird natürlich ein Branching bekommen, weil wenn wir schrumpfen und schrumpfen und schrumpfen, bis kein Zirkel mehr da ist, dann kriegen wir da ein Branching. Für diesen geschrumpften Graphen sogar das maximale Branching. Das hat der Rekursionsanker, der Induktionsanfang, das haben wir bewiesen. Aber wenn wir jetzt Schritt für Schritt wieder entschrumpfen, ist erstmal die Frage, wie setzen wir das Branching eigentlich fort? Ja, wir haben hier für die rechte Seite ein Branching. Nach Induktionsvoraussetzung ist davon ein Branching konstruiert. Nach Induktionsvoraussetzung ist das sogar ein maximales Branching. Jetzt müssen wir daraus den Induktionsschritt, wir müssen die Behauptung beweisen. Was müssen wir tun, damit aus diesem maximalen Branching hier ein maximales Branching wird? Und dafür müssen wir uns klar machen, dass wir auf dem Schritt von links nach rechts beim Schrumpfen noch etwas tun müssen. Wir müssen noch Gewichte anpassen. Das will ich auch anhand eines Beispiels zeigen. Hier sehen Sie das im Pseudocode. Hier Schritt 3. Wir gucken uns das minimale Gewicht an, was es auf diesem Zirkel gibt. Und für jede Kante ändern wir das Gewicht abhängig davon. So, da nehme ich mal ein Zahlenbeispiel sicherheitshalber her, damit das ganz klar wird. So, wir haben so einen Zirkel, nehme ich wieder 6 Kanten her. Und alles nicht negativ, also positive Gewichte, ja, negative Gewichte oder Gewichte 0, Kanten, die das haben, kann man rausschmeißen, nicht? Wenn wir das Gesamtgewicht des Branchings maximieren wollen. So, was sagen wir denn? Hier ist Gewicht 2, hier ist auch Gewicht 2, hier ist Gewicht 3, 5, 4, 9, so etwas, ein einfaches Zahlenbeispiel. Und Sie sehen hier zweimal, vielleicht nehme ich noch ein anderes Beispiel her, was auch, also eine andere Zahl, die auch zweimal vorkommt, so. Zweimal kommt hier der minimale Wert vor, die 2. Das ist unser W in diesem Pseudocode. Und was wir jetzt machen ist, jetzt muss ich mal gegen die Intuition, hier habe ich leider rechts von der Tafel keinen Platz mehr. Also ich muss es da mal so rum machen. Was mache ich? Ich gucke mir hier eine beliebige Kante rein, die rein zeigt. Ja? Eine von diesen Kanten A bis F in dem letzten Bild, aber nur eine von denen, die rein zeigt, wie A zum Beispiel oder D oder E. Das sind sie auch. Und die hat jetzt auch irgendein Gewicht. Die hat jetzt, nehme ich mal ein etwas größeres Gewicht, damit das zahlenmäßig gut klappt, 12. Und die Kante ist natürlich hier auch. Warten Sie mal, ich... Entschuldigung. Ich male das linke Bild gleich mal geschrumpft. So, jetzt kommt dieser Superknoten her und ebenfalls diese Kante, die hat aber jetzt nicht mehr Gewicht 12, sondern da müssen wir das Gewicht anpassen. Warum? Warum müssen wir das Gewicht anpassen? So. Schauen Sie mal zurück. Hier ist der geschrumpfte Graph. Es kann zwei Möglichkeiten geben. Entweder eine der reingehenden Kanten gehört zum Branching. Eine in diesen Superknoten reingehende Kante gehört zum Branching. Oder nicht. Nehmen wir mal erstmal an den Fall, keine der hier reingehenden Kanten, in diese Superknoten reingehenden Kanten gehört zum Branching.
das hier rekursiv berechnet worden ist, wovon wir nach Induktionsvoraussetzung annehmen, das ist ein maximales Branching für diesen geschrumpften Graphen, wo dieser eine Zyklus geschrumpft worden ist. So, nehmen wir mal an, keine der reingehenden Kannen gehört zum Branching, zu diesem maximalen Branching, weil es einen Zyklus schließen würde, wenn diese Kante drin wäre, eine Zyklus in dem Branching. So, das würde bedeuten, keine der reingehenden Kanten hier, in diesem Zahlenbeispiel, wäre im Branching drin. Das Beste, was man tun kann, um das Branching zu übertragen auf den nicht geschrumpften Graphen, wo der Zyklus noch drin ist, ist, alle Kanten zum Branching dazuzunehmen, bis auf eine von den beiden minimalen. Ja? Wenn keine der reingehenden Kanten, ich nehme mal vielleicht noch eine her am besten, so, da ist eine 10, da ist eine 9 drauf und hier nehme ich vielleicht noch mal eine her, da ist eine 1 drauf, mal ein kleinerer Wert. So, das heißt, wir haben jetzt hier, muss ich ein bisschen weiter weg zeichnen. So, wir haben jetzt diese drei Kanten, die ich eben so zeichne, wie sie reinkommen. Das sollen die identischen Kanten sein. Wenn keine dieser drei Kanten zu diesem Branching gehört, ja, und wie ich entschrumpfe das wieder, dann ist hier alles nackt. Da gehört nichts in dem Bild zu dem Branching. Da kann ich dieses optimale Branching auf dem Rest des Graphen fortsetzen, auf diesen Zyklus, indem ich alle Kanten dazu nehme, bis auf entweder die hier unten oder die hier oben mit Gewicht 2. Was Besseres kann ich gar nicht machen. Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist, dass sehr wohl eine dieser drei Kanten zum Branching gehört. Ja, nehmen wir mal an, diese Kante, die von rechts unten nehmen wir mal an, die hier von links oben kommt, das ist realistischer. Nehmen wir an, die kommt mit dem Gewicht 1. Nee, Entschuldigung, ich will ja maximieren, nicht minimieren. Also die hier rechts unten, nehmen wir mal an, die gehört zu dem Branching dazu, was im geschrumpften Graphen, wo dieser ganze Zyklus zu einem Superknoten geworden ist, berechnet worden ist. Dann können wir nicht, schlechtes Beispiel, weil es doch wieder dasselbe, also nehmen wir mal an, diese Kante hier mit dem Gewicht 9, gehört zu dem Branching, was wir rekursiv im geschrumpften Graphen, wo dieser Zyklus zu einem Superknoten geschrumpft worden ist, rekursiv hier berechnet worden ist. Dazu gehört diese Kante, die von unten links kommt. Dann können wir nicht dieses Branching fortsetzen, indem wir einen der beiden minimalen Kanten hernehmen, denn das und eins von beiden nicht wählen und alle anderen Kanten dieses Zyklus zum Branching dazu nehmen, denn das hieße, dass in diesen Knoten hier links unten zwei Kanten reingingen. Wenn diese Kante hier unten links im Branching drin ist, was wir rekursiv berechnet haben, und wir übertragen das mit dem geschrumpften Zyklus, und wir übertragen das jetzt hier auf den Zyklus, wir entschrumpfen ihn wieder und gucken uns jetzt an, welche Kanten des Zyklus sollen zum Branching gehören und welche nicht. Dann behalten wir den, der ist im Branching drin, aber es ist ganz klar, welche der Kanten auf dem Zyklus wir nicht hinzunehmen dürfen, nämlich die andere Kante, die in diesen Knoten hineinzeigt. So, das bedeutet aber, dass wir da etwas variieren müssen. Wir müssen hier anstelle der 9, wenn wir schrumpfen, müssen wir hier das Gewicht draufsetzen, 9 minus, jetzt muss ich das richtig sehen, minus 3 plus 2. Der ausgerechnete Zahlenwert, der rauskommt, spielt natürlich keine Rolle. Wichtig ist die Struktur der Rechnung. Hier dasselbe, 12 minus 2 plus 2 und hier oben links 1 minus 5 plus 2. Das ist das Bild, was rauskommt. Was habe ich hier jedes Mal gemacht? Ich habe mir das Gewicht hergenommen von der Kante selber. Das ist der erste Operand. Ich habe davon das Gewicht
abgezogen von der anderen Kante, die rausgeht. Das ist der zweite Operand, den ich jedes Mal subtrahiert habe. Und drauf addieren tue ich das kleinste Gewicht. Warum das Ganze? Um diesen Unterschied, den ich jetzt versucht habe herauszuarbeiten, in den Kantengewichten, die noch übrig bleiben, reflektieren zu lassen. Ja, wenn diese Kante, wenn eine dieser Kanten zum Branchen gehört, dann kommen, ja, die Kante mit dem Gewicht 9 von links unten, wenn die zum Branchen gehört, dann kann die Kante mit dem Gewicht 3 nicht zum Branchen gehören, aber alle anderen Kanten. Wenn keine einzige der reingehenden Kanten zum Branchen gehört, keine von den drei eingezeichneten, dann können wir stattdessen alle Kanten bis auf eine mit minimalem Gewicht wählen. Und dieser Unterschied, der Effekt gehört zu dem Branching dazu, gehört nicht zum Branching dazu, der muss sich natürlich in den Gewichten niederschlagen. Wenn die dazu gehört, mit Gewicht jetzt 9 minus 3 plus 2, 8, ungefähr, ne? 9 minus 3 plus 2, dann reflektiert das den Unterschied. Wenn die Kante dazu gehört, dann bringt sie uns nicht 9 Einheiten an Gewicht dazu, sondern nur 8 Einheiten. Denn wenn sie nicht dazu gehört hätte, hätten wir die Dreierkante anstelle der Zweierkante nehmen müssen. Ist diese Logik klar geworden? Wem ist sie klar geworden? Okay, und diejenigen, die es nicht klar geworden ist, können Sie eine Frage formulieren. Ja? Sie meinen jetzt, nein, wir nehmen uns einen Zyklus im kritischen Subgraphen. Und Kennzeichen für kritischen Subgraphen ist, dass in einen Knoten keine zwei Kanten hineingehen. Deshalb kann es hier keine Diagonale in dem Zyklus geben, keine Sehne oder es gibt da verschiedene Begriffe dazu. Gut, Sie haben es ja auf der Tonspur, die Argumentation. Lassen Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen. Der Ertrag, den uns eine dieser Kanten bringt, ist nicht gleich ihrem Gewicht, denn wir verlieren auf der anderen Seite etwas. Wir verlieren die Möglichkeit, wenn wir das Branching auf diesen auf diesen Zykel erweitern, Kanten dieses Zykels hinzunehmen zu dem Branching, was rekursiv außerhalb berechnet worden ist, außerhalb dieses Zykels, weil dieser Zykel ja geschrumpft war. Wir verlieren etwas dabei, nämlich das, was wir verlieren, ist, wir können nicht mehr die reingehende Kante dieses Knotens hernehmen, in den diese Kante auch hinein zeigt, sondern wir müssen diese Kante auslassen und können nicht eine mit minimalem Gewicht auslassen. Also ich bin zuversichtlich, wenn Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, die Tonspur abhören, dass Sie da zu diesem, dass das verständlich ist. So, noch schnell fotografieren, bevor ich das vergesse. So. Gut. Ja? Warum genau addieren wir nochmal den Minimum? Weil, also, ich versuche es nochmal so. Wir müssen ja auf dieser Kante als Gewicht haben sozusagen das, was wir netto als Gewicht rausbekommen, wenn wir diese Kante wählen. Das ist aber noch viel mehr als das Minimum. So, was kriegen wir netto raus? Netto kriegen wir raus natürlich das Gewicht der Kante selber. Ja, das kommt zum Gesamtgewicht des Branchings dazu. Aber diese zwei verschiedenen Fälle, ein Fall ist, keine dieser Kanten ist im Branching drin, dann würden wir zum Branching alle Kanten auf dem Zykel hinzunehmen, bis auf eine minimale. Also alle Zykel außer 2 in diesem Zahlenbeispiel, außer Gewicht 2, würden wir hinzubekommen. Wenn aber diese Kante mit dem Gewicht 9 drin ist, müssen wir diese Kante mit dem Gewicht 3 rausnehmen und nicht diese Kante mit dem Gewicht 2. Dieses Delta zwischen dieser 3 und dieser 2,
Das ist, was wir netto noch zusätzlich berücksichtigen müssen. Dass wir in dem einen Fall, wenn diese Kante nicht drin ist, die 2 rausnehmen können, die 3 drin lassen können. In dem anderen Fall, wenn diese Kante drin ist, die 3 rausnehmen müssen und die 2 drin lassen. Ein Unterschied von 1, der sich darin widerspiegelt, dass ich zuerst die 3 abziehe und die 2 wieder addiere. Nicht unbedingt, Sie werden nicht unbedingt eine der 3 Kanten nehmen. Denn es könnte sein, dass das Branching, das rekursiv im geschrumpften Graphen berechnet wird, dass da keine dieser 3 Kanten genommen werden könnte, weil jede dieser 3 Kanten in diesem Branching einen Zügel schließen würde. Es kann sein, dass dieser Punkt eine Wurzel ist von dem Branching, ja. Äquivalente Formulierung. Sie hatten sich zuerst gemeldet? Also wir können wir haben die Eigenschaften eines Branchings beibehalten, wenn wir nach dem Entschrumpfen alle Kanten bis auf eine dazu nehmen, ja? Und was Besseres können wir ja offensichtlich nicht machen, wenn die Kantengewichte alle positiv sind. Ja? Hier haben wir ein negatives Kantengewicht herausbekommen, ein modifiziertes Kantengewicht, wo vorher 1 war. Bekommen wir jetzt ein Kantengewicht von minus 2, danke. Diese Kante würden wir jetzt in der Rekursion rausschmeißen. Ja, sie kann ja nichts zum maximalen Branching beitragen. Im Gegenteil, sie reduziert ja das Gewicht des Branchings, wenn wir sie dazu nehmen würden. So. Nochmal jetzt Ihre Frage. Genau. Genau, das wäre das Beste, was man tun kann, wenn es keine reingehende Kante im Branching gibt. Aber wenn es eine reingehende Kante im Branching gibt, eine, die in den Zügel rein zeigt, dann ist das Beste, was man tun kann, die Zügelkante, die in denselben Knoten hinein zeigt, draußen lassen und alle anderen Kanten dazu nehmen. Bitte? Im kritischen Subgraphen ist das ein Zyklus, ja? Okay, das gut, dass Sie das gesagt haben. Ja, es ist so. Entschuldigung, das habe ich nicht ordentlich unterschieden. Wir sind hier im ursprünglichen Graphen drin. Genau. Genau. Wir sind im Ursprung. Wir sind. Danke, dass Sie darauf hingewiesen haben. Ich hoffe, das hilft, Verwirrung abzubauen. Wir sind im ursprünglichen Graphen hier in diesem Bild, aber diese Kanten, die ja auch zum ursprünglichen Graphen gehören, sind kritische Kanten, die wir ausgewählt haben. Gibt es weitere Fragen, die Sie an dieser Stelle formulieren können? Woraus was gewonnen wird? Ja? Nee, es kann im kritischen Teilgraphen Zyklen geben. Plural. Und wenn der Graph zykelfrei ist, haben wir gewonnen. Sind wir im Rekursionsanker, wir brauchen nichts mehr schrumpfen. Wenn der Graph nicht zykelfrei ist, dann suchen wir uns einen Zykel, schrumpfen den und müssen da natürlich dann die Gewichte, so wie ich das jetzt skizziert habe, anpassen. Was kann ich da jetzt tun? Sind Sie das nicht? Ah. Okay, ich sehe ein, dass ich das Beispiel miserabel gewählt habe. Ich muss gestehen, an dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, also auch für die Tonspur, das ist natürlich kein echtes Beispiel dafür, weil auf dem Zügel nicht die kritischen Kanten unbedingt drauf sind.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bedacht. Sollen wir zu einem Beispiel versuchen hinzukommen, wo das Ganze dann ordentlich funktioniert? So, 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 so. Wie müssten wir jetzt die Zahlen wählen? Vielleicht ein bisschen größer hier drauf, damit wir mehr Spielraum nach unten haben. 10, 12, die Kante hier vielleicht 11. Die Kante könnte ja 11 sein, aber ich mache mal 10. Hier kann eine kleine Zahl drauf sein, 2. Dann machen wir hier mal noch eine 2 drauf. So, das ist das Minimum. Hier eine 10, hier eine 9, hier eine 8 und hier eine 3. Ist das jetzt korrekt, die rechte Seite? Kann man doch leicht nachprüfen. Kritisch, kritische, kritische, da ist egal. Kritische, kritische, ja. Ist jetzt korrekt, die linke Seite, die rechte Seite, nicht? Dann müssen wir links noch die Zahlen entsprechend abändern. So, 9 minus 10 plus 2, da geht jetzt einiges flöten an Gewicht an Kanten, das ist eine die wird ja negativ. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Beispiel so gewählt, dass alles negativ wird. 3 minus 8 plus 2. Nee, dann machen wir 7 minus 8 plus 2. Dann bleibt es positiv. Und hier 11 minus 10 plus 2 bleibt auch. So, ist das Bild jetzt, stimmen die Rechnungen? 11, 10, nee, hier ist verkehrt, 10 minus 11 plus 2, nicht umgekehrt. Was ich hier alles für Stümperei weltöffentlich der Nachwelt überlasse, ist schon peinlich. Gut, stimmt's so? 9 minus 10 plus 2, 7 minus 8 plus 2, 10 minus 11 plus 2. Der dritte Operand ist immer derselbe, der da immer noch drauf addiert wird. Das ist das Minimum aller Kantengewichte. So, ich denke, das stimmt jetzt. Dann sollte ich das besser auch mal fotografieren. Ich denke, das falsche Beispiel werde ich auch drin lassen, allein schon zum Verständnis der Tonspur. So, das ist der Algorithmus also. Wir nehmen uns den kritischen Graphen, einen kritischen Subgraphen her, einen. Es gibt ja mehrere. Finden darin einen Zügel, wenn es keinen Zügel mehr gibt, prima. Ist der kritische Subgraph automatisch maximales Branching, haben wir eben gesehen. Wenn es einen Zügel gibt, wenn es mindestens einen Zügel gibt, nehmen wir uns einen, schrumpfen den, passen die Gewichte so an. Rufen rekursiv mit dem so geschrumpften Graphen die Methode wieder auf, kriegen dann Branching raus und entschrumpfen den Graphen wieder und erweitern dieses Branchings auf den Zykel, den wir geschrumpft hatten und jetzt wieder entschrumpft hatten. Und wie wir das erweitern, habe ich eben versucht zu skizzieren. Zwei Fälle. Erster Fall, keine der reingehenden Kanten in diesen Zykel hineinzeigenden Kanten gehört zum rekursiv produzierten, generierten Branching. Dann nehmen wir einfach, erweitern wir das so generierte, rekursiv generierte Branching einfach dadurch, dass wir alle Kanten außer einer billigsten Kante hinzunehmen. Falls eine der Kanten, die hineinzeigt, zum Branching gehört, was wir rekursiv berechnet haben, bleibt uns keine Wahl.
Wir müssen die Zykelkante, die in denselben Knoten hinein zeigt, eliminieren. Alle anderen Kanten können wir dazu nehmen. Es bleibt die Branching-Eigenschaft erhalten, wenn wir alle anderen Kanten dazu nehmen. Und dieser Unterschied zwischen dem Fall, dass wir frei die kleinste Kante wählen können oder dass wir gezwungen sind, eine Kante, die nicht unbedingt kleinstes Gewicht hat, herauszuschmeißen stattdessen, das ist in dieser Manipulation der Kantengewichte dann berücksichtigt. Gut, ist ein bisschen harter Tobak vielleicht, aber ich kann Ihnen garantieren, dass das etwas ist, was dann die Leute in den mündlichen Prüfungen dann ganz gut immer hingekriegt haben. So, warum ist das jetzt, was wir so machen, ein maximales Branching? Also gehen wir nochmal durch, was ist der Schritt? Kritischen Subgraphen berechnen in Schritt 1. Einen Zykel finden, das Maximum hernehmen, in unserem das Minimum hernehmen, in unserem Zahlenbeispiel war das die 2. Für jede Kante, die von irgendwo außerhalb C nach C hinein zeigt, ändern wir das Gewicht entsprechend ab. Und falls dieses Gewicht nicht wieder strikt positiv ist, können wir diese Kante auch rausschmeißen. Wir haben in dem Zahlenbeispiel eine Kante gesehen, bei der das Gewicht, was rauskam, nicht strikt positiv ist, sondern sogar negativ war. So, diesen Zykel nehmen wir uns dann her, schrumpfen den in einen einzigen Knoten, das heißt die Kanten, die in den Zykel reingezeigt haben von anderswoher und rausgezeigt haben von Zykelknoten auf andere Knoten außerhalb des Zykels, die sind dann inzident nicht mehr zu Zykelknoten, sondern zu diesem Superknoten. Und damit rufen wir den Algorithmus rekursiv auf, gehen nach Induktionsvoraussetzung blindlings davon aus, das ist das, was in der GDI-2 immer die Rekursion so schwierig macht, anscheinend intellektuell zu durchdringen, dass man blindlings davon ausgehen kann, ohne sich genau zu überlegen, noch weiter und noch weiter und noch weiter, sondern man kann blindlings davon ausgehen, wir rufen rekursiv auf, das Ergebnis ist korrekt. Und gar nicht drüber nachdenken müssen. Induktionsvoraussetzung. So, wir packen jetzt alle Kanten von C dieses Zykels rein und schmeißen eine Kante wieder raus. Nämlich, wie ich das jetzt mehrfach gesagt habe, wenn es keine Branching-Kante gibt, die in den Zykel hinein zeigt, dann schmeißen wir eine Kante mit minimalem Gewicht wieder raus. Was Besseres können wir nicht tun. Wenn es eine Kante gibt, die im Branching, die in den Zykel hinein zeigt, dann sind wir nicht frei darin, welche Kante wir rausschmeißen, sondern wir müssen die Kante, die denselben Knoten hinein zeigt, rausschmeißen. So, das ist der Algorithmus. Jetzt müssen wir beweisen, dass das Ergebnis, Sie sehen, es wird ein bisschen komplizierter dieses Mal. Ich werde Ihnen das aber Schritt für Schritt auch wieder hier dekodieren, was hier so kompakt steht. Zunächst mal machen wir uns klar, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt machen wir uns das ganz klar, wenn wir tatsächlich auf diese Art und Weise aus dem geschrumpften Graphen das Branching hernehmen und Kanten vom Zykel dazunehmen zu diesem Branching einfügen, dann ist das Ergebnis wieder ein Branching. Ja, wir haben keinen Zykel geschlossen, denn wir haben eine Kante rausgelassen. Wir können auch sonst in diesem Branching keinen Zykel geschlossen haben, irgendwie. Und in jedem Knoten zeigt weiterhin maximal eine Kante rein. Dafür haben wir durch diese Fallunterscheidung gesorgt. So, das Ergebnis ist also ein Branching. So, wir wollen zeigen, dass dieses Branching optimal ist. Und das zeigen wir, indem wir uns ein optimales Branching hernehmen. Diese Argumentationsweise wird uns immer wieder verfolgen, durch die effizienten Graphenalgorithmen hindurch. Wir wollen aber nicht irgendein optimales Branching haben, ein maximales Branching haben, sondern es wird sich für den Beweis als besonders geeignet herausstellen, wir wissen ja nicht, wie dieses Branching aussieht. Ja, das kann ja völlig anders aussehen als unser kritischer Subgraph. Ja, kann ja was völlig anderes sein, muss ja gar nichts damit zu tun haben. Aber damit das Ganze Struktur bekommt, damit wir überhaupt was aussagen können über dieses optimale Branching, das wir nicht kennen, sagen wir,
unter allen maximalen Branchings, es kann ja mehrere geben, unter allen maximalen Branchings ist das eine, dass so viele Kanten wie möglich mit diesem von uns konstruierten Branching gemeinsam hat. Und was wir zeigen wollen, wo zeigen werden, ist natürlich am Ende, dass das dasselbe Branching ist. Das von uns konstruierte ist unter allen maximalen Branchings eines, das mit dem von uns konstruierten möglichst viele Kanten gemeinsam hat. Insbesondere als Folgerung ist das von uns konstruierte Branching maximal. Ja, das ist die zunächst verquer erscheinende Logik. Wir nehmen uns ein optimales Branching her. Wir wissen nicht, wie es aussieht, aber wir sagen, unter allen soll es eins sein, was so viele Kanten wie möglich mit dem von uns konstruierten Branching gemeinsam hat. Und wir wollen zeigen, dass die beiden dann identisch sind. So. Das Ganze wird ein wenig kompliziert. Deshalb würde ich fast vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir heben uns das für nächste Mal auf und ich gebe Ihnen als Hausaufgabe mit, schreibe ich auch nochmal ins Forum, dass Sie sich die Sache mit dem Branching nochmal genau überlegen, Fragen stellen im Forum oder am Anfang der kommenden Stunde, weil es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier in den Beweis einzusteigen, wenn Sie die Voraussetzung dafür, nämlich wie der Algorithmus funktioniert, nicht verdaut haben. Ja? Manche von Ihnen haben viel von dem verstanden, manche weniger, aber so richtig verdaut wahrscheinlich noch keiner. Also gebe ich Ihnen Zeit und Gelegenheit, eine Woche, versuchen Sie das zu verdauen und wir gehen jetzt zu einem anderen Punkt, wo wir dann beim nächsten Mal, nachdem wir diesen Beweis fertig gemacht haben, dann endgültig hinkommen, nämlich zu dem Thema, was mit Ihrer Programmieraufgabe zu tun hat, maximale Flüsse. Also ich hoffe, Sie sind einverstanden mit dieser Vorgehensweise. Nutzt natürlich aber nur was, wenn Sie tatsächlich diese Gelegenheit wahrnehmen, in der nächsten Woche topfit zu sein in dem, was ich heute zu den Branchings und zu dem Algorithmus gesagt habe. So, also nochmal durchatmen für den Rest dieser Stunde. Maximale Flüsse. Was ist die Problemstellung? Hier geht es auf dieser Seite nur um die Problemstellung. Es geht nicht um noch nicht um Algorithmen. So, manche von Ihnen kennen das aus der GDI2, andere nicht. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Algorithmen schon hier im Wiki dazu. Es gibt noch viel mehr außerhalb vom Wiki. Wir werden alle diese Algorithmen durchgehen. Einige davon haben Sie zu implementieren, andere nicht. So, einige hängen auch voneinander ab. Das sehen Sie hier. Preflow Push, FIFO Preflow Push, Preflow Push with Excess Scaling. Also Sie sehen, es werden dann verschiedene Varianten. Edmunds Karp ist auch eine Variante von Ford Falkerson. Ahuja All-In ist eine Variante von Edmunds Karp. Also Sie sehen, es werden jetzt nicht 7 völlig grundverschiedene Algorithmen betrachtet, sondern das Ganze hat eine Struktur. So, was ist die Problemstellung? Wir haben jetzt einen gerichteten Graphen in diesem Fall wieder. Wir bei Flüssen. Man kann Flussprobleme auch auf gerichteten Graphen betrachten, auf ungerichteten Graphen, Entschuldigung, aber im Allgemeinen betrachtet man sie sinnvollerweise auf gerichteten Graphen. Es geht darum, wir haben einen Quellknoten und einen Zielknoten, der oft auch illustrativ, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Abflussknoten, Gulliknoten vielleicht, ist vielleicht keine besonders vornehme Übersetzung. Und wir haben auf jeder Kante eine Kapazität, eine nicht negative Zahl. Und was wir wollen ist, intuitiv, wir wollen von diesem Quellknoten zu diesem Gulliknoten, nee, so nenne ich den nicht. Diesen Abflussknoten, so nenne ich ihn auch nicht. Zielknoten. Okay, ich nenne ihn Senke. Ja, Senkenknoten. Ja, also von dieser Quelle zu dieser Senke, machen wir es so, will ich möglichst viel statischen Fluss schicken. Statisch ist wichtig.
ich will einen sozusagen bestimmen. Ich will eine ganze Menge Fluss rüberschicken. Denken Sie sich ein Wassernetzwerk, wo die einzelnen Knoten Verteiler sind und die Kanten sind Röhren, nur in einer Richtung zunächst einmal, aber vielleicht kann man ja eine Röhre auch in beiden Richtungen verwenden, dann würden Sie eine Kante in jeweils einer Richtung und in der anderen Richtung einfügen, jeweils mit gleicher Kapazität, und das würde sich dann auslöschen. Oder denken Sie sich ein Gasnetzwerk, wo Gas durchfließt, von einer Quelle zu einer Senke, das ist kein, komme ich gleich drauf zu sprechen, das ist keine Einschränkung. Natürlich auch von mehreren Quellen zu mehreren Senken, aber das sage ich gleich noch. Ja, Sie müssen gar nicht an Materie denken, Sie können an Strom denken, ja, vielleicht ein schlechteres Beispiel, Kommunikationsnetzwerke, das Informationshäppchen, Datagramme oder was auch immer, von einer Quelle zu einer Senke optimal durchfließen, statisch, also Sie haben eine so riesengroße Information zu verschicken, denken Sie an Videostreaming, da kommt das Thema maximale Flüsse zum Beispiel wieder vor, Sie haben eine so große Menge von Daten zu schicken, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was ist statisch optimal. Ja? Wenn Sie nur einzelne kleine Datagramme schicken, so ganz Twitter oder so etwas, ja, dann haben Sie eine dynamische Situation. Ja? Wenn Sie aber über 4 Stunden hinweg so ein Ben Hur Mammutschinken oder so etwas von irgendwelchen Servern zu irgendwelchen Abnehmern durch ein Peer-to-Peer-Netzwerk schicken, dann macht es Sinn, eine Situation aufzubauen, in der die ausgenutzte Bandbreite über jede Kante, die verwendet wird, statisch dieselbe ist. Über die ganze Zeit hinweg. Am Anfang beim Aufbau noch nicht, am Ende beim Abbau nicht, aber über diese 4 Stunden hinweg bis auf die kurze Aufbau- und Abbauphase immer dasselbe. Ja, also es macht in vielen Situationen Sinn, ein statisches Optimum zu betrachten, so viel wie möglich Fluss durchzuschicken. So, das ist jetzt ein interessanter Punkt wieder für mündliche Prüfungen. Ich red mir den Mund fusselig. Es ist auch auf der Tonspur von der letzten Videoaufzeichnung drauf. Dieses schöne Beispiel. Achtung, Leute. Ich habe oft genug Leute schon in ernsthafter Schwierigkeiten gebracht bei der mündlichen Prüfung, indem ich erstmal gefragt habe, was ist das Max-Flow-Problem? Ja, bla bla bla, maximalen Fluss konstruieren. Und dann frage ich, ja, was ist denn ein Fluss? Und dann rumgeeiere, rumgerate und so weiter und so fort. Was ist ein Fluss? Ein Fluss ist ganz einfach. Es ist ein Wert für jede einzelne Kante. Ich hoffe, ich habe hier Verbindung. Dann kann ich nämlich auch mal da schnell hingehen. Ich habe vergessen, diese Seite mit aufzulegen. Was ist ein Fluss? Ein zulässiger Fluss ist muss die Kapazitätsbedingungen erfüllen. Also er muss positiv sein oder nicht negativ zumindest. Ja, negative Menge von Gas wird man in der Regel nicht haben. Eine negative Anzahl von Informationseinheiten wird man in der Regel nicht durch ein Kommunikationsnetzwerk schicken. Also es ist eine natürliche Sache, dass wir dass der Flusswert zwischen 0 und der oberen Kapazität ist. Zu verstehen als Kapazität Einheitenfluss, die ich pro Zeiteinheit rüberschicken kann. Bitte? Eine Kapazität von 0 bringt natürlich gar nichts. Damit hat man sozusagen eine Kante im Spiel, mit der man nichts anfangen kann. Es ist manchmal hilfreich, unter Umständen wird es uns in den Algorithmen passieren, dass die Restkapazität auf 0 sinkt und dann muss man jetzt nicht die Kante unbedingt rausschmeißen, nur um keine Kapazität gleich 0 drin zu haben. Ja, also, aber
ich gebe Ihnen recht, dass eine zunächst einmal, wenn eine Kante, wenn wir die Kapazitäten wirklich aus der Realität hernehmen und nicht sich die nicht so Restkapazitäten im Algorithmus ergeben, dann können wir eine Kante, die Kapazität 0 hat, gleich rausschmeißen. So, und das ist die Bedingung hier für die für alle Zwischenknoten. Was steht hier? Da steht etwas ganz Einfaches, nur wieder kompliziert mathematisch formuliert. Für jeden Zwischenknoten muss bei unserer Problemstellung gelten, also für jeden Knoten außer der Quelle und der Senke, dass alle, genau der Summe an Fluss, die reinfließt, muss genau der Summe an Fluss sein, die rausfließt. Ja, stellen Sie sich eine Flüssigkeit oder ein Gas vor. Wenn das keine Quelle ist, wo was eingespeist wird und keine Senke ist, wo was raus abgenommen wird, dann gibt Materie, also Erhaltungssatz, nicht? Erzwingt es, dass die Summe an Gas, die reinfließt pro Zeiteinheit, auch die Summe an Gas ist, die rausfließen muss in einem statischen Setting, also wo sich nichts irgendwo ansammeln kann, sondern wo wir eine statische Situation haben. So, das ist die grundlegende Problemstellung, eine Kantengewichtung. Ja, das ist erstmal wichtig bei der Frage, was ein Fluss ist. Ein Fluss ist eine Kantengewichtung, ein Wert für jede, ein reellwertiger Wert für jede Kante. Und zwar so, dass die Kapazitäten eingehalten sind und dass diese Flusserhaltungsbedingung eingehalten ist. Für jeden Zwischenknoten, der nicht Quelle und nicht Senke ist, muss die Summe an Flusswerten, die über die Kanten, die rein zeigen, gleich die Summe an Flusswerten über die Kanten, die raus zeigen, sein. So, jetzt gibt es da noch verschiedene Varianten. Die lassen wir mal aus. Die wird für jetzt für die restlichen Minuten zu kompliziert. Da komme ich dann beim nächsten Mal drauf zu sprechen. Nehmen wir mal die Variante 2. Kann ich an der Tafel gut illustrieren. Wir haben eben gesagt, in der Problemstellung, in der Standardversion, gibt es einen Quellknoten und einen Zielknoten. In der realen Welt wird man, denken Sie an so ein Gasnetzwerk, wird man mehrere Einspeiser haben und mehrere Abnehmer. Das ist aber kein Problem. Das lässt sich sofort reduzieren auf diese Standardversion. Ich deute das mal in einem einfachen Bild an. In einem schematischen Bild. Sie haben hier diesen Graphen. Ja, das ist Ihr gerichteter Graph wieder. Ich habe ja gesagt, bei mir sehen die Graphen immer so aus. Und Sie haben, ich male das mal der Einfachheit halber so, dass Sie hier die Quellknoten S1, S2, S3, S4 haben. Auf der einen Seite, muss natürlich nicht auf derselben Seite sein, aber so, dass man das besser zeichnen kann. So, T1, T2, T3, die drei Zielknoten, muss nicht dieselbe Anzahl sein. Und was Sie jetzt machen, ist einfach einen neuen Knoten S hinzunehmen, einen neuen Knoten T. Hier jeweils, muss ich so, S2, hier jeweils eine Kante rüberziehen in jeden dieser Startknoten, von jedem der Zielknoten in diesen neuen Zielknoten eine Kante rein. Und die Kapazitäten sind alle plus unendlich. Ja, also die bringen keinen zusätzlichen Widerstand gegen den Fluss her. Und damit haben Sie auf ganz einfache Art und Weise eine Instanz mit mehreren Quellen und Senken überführt in eine Instanz mit einer Quelle und einer Senke. Und das, was hier in dem Graphen an Fluss durchfließt, ist 1:1 das, was auch hätte aus S1 bis S4 nach T3 nach T1 bis T3 fließen können. Bitte? Diese alten Quellen und Senken sind jetzt keine Quellen und Senken mehr, sondern die müssen die Flusserhaltungsbedingungen erfüllen. Dann geht's auf. Danke für den Hinweis. Nö, es darf unendlich viel reingehen. Es würde unendlich viel reingehen können, wenn es nicht bei den rausgehenden Kanten nur endlich viel Kapazität gäbe. Ja, Sie haben ja hier rausgehende Kanten bei jedem bei jeder der Quellen. Die hat jeder einen endlichen Kapazitätswert. Es sind endlich viele Kanten, die rausgehen. Ergibt insgesamt eine endliche Gesamtkapazität, die rausgehen kann.
Nur weil hier obere Kapazität unendlich steht, muss ja nicht heißen, dass unendlich viel Fluss rüberfließen kann. Genau. Bitte? Genau. Das wäre sonst zu einfach, nicht? Sonst wäre da ja gar kein algorithmisches Problem drin, wenn man einfach die Flusswerte als Kapazitätswerte wählen könnte. Haben Sie eigentlich meine Aufrufe zum Thema Bonusverdienen gesehen im Forum? Gut, also Sie dürfen sich gerne angesprochen fühlen. So, das hier, der Punkt 3 ist nur eine Bemerkung. Es gibt den Begriff verallgemeinerter Fluss in der Literatur. Das ist eine bestimmte Verallgemeinerung, wo es nicht mehr so ist wie beim normalen Fluss. Für jeden Knoten gilt Summe reingehend gleich einmal Summe rausgehend, sondern Summe reingehend gleich festgegebener Faktor mal Summe rausgehend. Ist nur eine Erwähnung nebenher, weil ich hatte hier von Verallgemeinerungen von Flüssen, von dieser Problemstellung gesprochen und da wollte ich nicht, von vornherein Verwirrung vermeiden. Wenn Sie nach verallgemeinerten Flüssen suchen, dann werden Sie was Bestimmtes finden. Bitte? Beim dritten Punkt bin ich. Den zweiten Punkt haben wir eben abgehandelt mit den vielen Quellen und vielen Senken. So, der vierte Punkt, den habe ich auch schon gesagt. Man hat natürlich häufig die Situation, dass man eine bestimmte Menge an Fluss so schnell wie möglich von S nach T schicken will. Wenn es nur ausreichend viel ist, ja, gemessen an der am Durchsatz, den dieses Flussnetzwerk bieten kann, Stichwort Videostreaming, wenn das nur ausreichend viel ist, dann lohnt es sich, gar nicht über diese dynamischen Situationen großartig nachzudenken, weil diese dynamische Situation nur am Anfang und am Ende greift. Zwischendurch hat, was man zwischendurch braucht für die gesamte lange Zeit bis auf Anfangs- und Endzeit ist ein optimaler statischer Fluss. Zu verstehen als, das ist die Anzahl Flusseinheiten, die über diese Kante geht, pro Zeiteinheit. Gut, damit bin ich hier an dieser Stelle fertig. Also Hausaufgaben. Machen Sie sich nochmal das klar, was wir zum Thema Branching gesagt haben. Und wir gehen hier an dieser Stelle weiter. Wir werden dann diese erste Verallgemeinung noch betrachten, wo es darum geht, dass es nicht nur obere Kapazitäten gibt, Oberschranke für den Fluss, der drauf ist, sondern beliebige untere. Dass man also sagen muss, eine bestimmte Mindestmenge muss über diese Kante gehen. Denken Sie an das Thema, unerfreuliches, unappetitliches Thema, aber mir fällt kein besseres Beispiel ein, Kanalisation, wo immer eine gewisse Menge an Abwasser durchfließen muss, damit das nicht austrocknet und die ganze Stadt nur noch nach Kanalisation stinkt. Vielleicht fällt Ihnen ein appetitlicheres Thema, Beispiel dafür ein. So, damit bin ich für heute durch. Dann würde ich mich freuen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.